So ein schönes Spiel. Musste mal wieder gesagt werden bei der Aussicht. Aber erst einmal hallo und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Kurz, hier kann man nicht direkt hoch, aber hier kann man... Nee, ist nichts zum Einhaken. Nee, hier ist Ende Gelände. Hier kann man sich wieder reinsetzen, hinhocken und das war's. Nee, nicht mal rein kann man da. Du bist zu schwierig für uns, das ist voll fies. Dann lassen wir uns den Rutschspaß wenigstens nicht nehmen. Und ins Wasser. Ja. Die Dinger kann ich aber nicht noch erklimmen, oder? Nee, da kann ich keinen Wandsprung machen. Hier war ich ja schon. Fehlende Ausrüstung auch da. Das war bloß Holz. Irgendwelche Erze in der Wand? Nein. Dann lasse ich mal euch das Wasser weiter haken. Ist bloß wieder Kartoffeln und bunter Mais. Da ist ein Nest. Ganz dicke Federn vom Kondor. Kondorfedern. Wunderschöne seltene Federn eines Kondors. Dienstherstellung seltener Outfits mit speziellen Fähigkeiten. Auf einer Treppe abrollen ist eigentlich nicht so cool. Machen wir es hier. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird. Selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Wie ein Stock. Naja, ist halt vorne was dran. Damit kann man halt was... wo reinstechen. Da vorne ist halt was dran. Ist auch toll. Hier sieht es wieder schön aus. Mann, haben die es hier gut. Wenn es Kukulkan nicht gäbe. Mit dem haben wir auch noch was zu tun. Halt. Entweder Wahrnehmung oder Konzentration. Irgendwas ist da voll. Ein Monolith, den wir bestimmt noch nicht lesen können. Oder? Doch, womöglich. Ich bin nicht sicher. Oh. Der Dialekt ist mir vertraut, aber etwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht? Wir müssen einfach noch besser werden. Hatte gerade jemand Jonah gesagt? Fischis. Bist du verstoßen? Glaubst du, dass große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Ob da was dran ist? Ich bin bei Trinity auf jeden Fall skeptisch. Hä? Ne? Dem kleinen Kind können wir reden. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Haben wir schon gefunden. Sieht aus wie ein Mädchen. Ob hier noch ein Fisch herumschwimmt. Kaum Wasser da. Na gut, die haben schon so viele gefangen. Aber hier jagen sie. Die Hütten sehen ja cool aus. Boah, so viel Fisch. Brauchen gar nicht mehr jagen. Ist ja gar nichts mehr drin, so viel wie die hier schon rausgekramt haben. Boah, so ein cooler Baum, wie groß der ist.
Ein Basislager. Wir haben einen Punkt, den wir ausgeben können. Und dann wieder Bergungsgüter gesammelt. Und Condorfedern. Und. Bestimmt auch Jaguarfälle, oder? Hab gar nicht so genau drauf geachtet. Ich meine, da war irgendwie noch ein anderes, größeres Symbol. Jetzt haben wir 2 Punkte. Also hinten wollte ich ja nicht. Besser falschen. Wozu brauchen wir aber so viel Geld? Herausforderungsgrabfähigkeit. Die Herzen sind Quatsch. Fallgift, Toxin. Gar nicht so verkehrt. Erhöhte Chance, seltene Tiere zu finden. Will ich das? Die Albino-Haut, die finde ich ja... weiß nicht, überzeugt mich gerade nicht. Kaiserin Jaguar ist nicht mehr... Die eine. Pfeile wiederbekommen beim Plündern. Komfortfunktion, das mit dem Totenkopf. Die Umarmung der Boa. Schneller schwimmen. Länger anhalten, den Atem, das können wir schon. Schneller schwimmen? Hm. Überreste Outfits. Weniger Ressourcen. Konzentrationspflanze habe ich noch nicht benutzt. Giftgranaten her, töten Sie Feinde. Die Leichenfalle vielleicht? Erledigen Sie nach lautlos Ausschalten einen zweiten Feind, um eine Ausschaltenkette durchzuführen. Klingt cool, wenn zwei recht nah nebeneinander stehen. Ich glaube, das mache ich mal direkt. Gucken, ob wir irgendwann in den Genuss kommen. Drücken Sie F, um nach dem lautlos Ausschalten einen weiteren Feind zu erledigen. Klingt gut. Ach, halt, ich wollte ja gucken, ob ich noch was basteln kann. Hab ja Bergungsgüter eingesammelt. Bergungsguts. Wir könnten das Nachladetempo erhöhen. Wir könnten minimal mehr Munition bekommen. Durch ein größeres Magazin. Ja, es ist größer, sieht aber bedeutend größer aus. Okay, so viele Jaguarfälle, dann habe ich doch einige gesammelt. Könnten wir auch noch machen. Bergungsgut kommt auch hin. Da hätten wir noch 7 über. Und dann ist auch dieses Gewehr hier voll. Das VK Mark II. Klebeband Doppelmagazine. 2 Magazine werden zusammengeklebt, um ein zweites Magazin sofort zur Hand zu haben und schneller nachladen zu können. Wird halt einfach gedreht. Gar nicht mal so blöd. Dafür muss man aber auch erstmal alle anderen Magazine, die man schon hat, vorbereiten. Also immer 2 zusammenkleben. Machen wir schon. Größeres Magazin. Ein beträchtlich größeres Magazin, als ob mehr Schüsse bis nachgeladen werden muss. Also bei dem Gewehr geht nichts mehr. Und hier wäre noch ein was möglich. Aber nicht jetzt, weil Jaguarhaut. Der ergonomische Griff. Sieht schick aus. Der Griff ist damit aber auch dicker. Ergonomisch sieht er jetzt nicht zwingend aus. Hat Lara so große Hände, damit sie auch diesen dickeren Griff dann gut greifen kann? Kann man da hoch? Das noch Federn, oder? Nö. Aha. Bleib hier, du Kleiner. Tun dir auch nichts. Oh, wo kommen wir denn hier lang? Das gefällt mir. Nee, da falle ich nicht runter. Aber wo jetzt lang? Okay. Kondorfedern. Yeah. Das war eine Herausforderung. Oh.
Oh, jetzt müssen wir wieder runter. Oh, das ist weit oben. Kann ich nicht einfach ins Wasser hüpfen? Wir wissen nicht, wie tief das ist. Hier geht nicht. Oh Gott, das geht schief, oder? Ich probiere es. Oh. Aber nur mit Unterstützung vom Spiel. Wir werden direkt auf den Stein gebrettert. Aber es ging dann auf einmal mitten im Flug. Wir sind praktisch, ich zeig's mal hier, gesprungen. Dann ging's so und dann mitten im Flug ins Wasser. So wirkte das auf jeden Fall. Fischies. Da hat das Spiel uns mächtig geholfen. Oh. Höhle. Unterwasserhöhle, interessant. Hoffentlich sind hier keine bösen Fischis. Kann man nicht durch. Naja, will ich auch eigentlich gar nicht, denn durch eine enge Spalte weiter ins Wasser, weiter tiefer, ist nicht gut. Es ist bloß einfach so ein kleiner Ausschlupf, wo man nichts weiter machen kann. Nee, da passen wir nicht durch, aber da will ich auch im Grunde gar nicht hin. Der Verstand sagt, nein, geh da nicht hin. Hier gibt's nicht mal irgendwas zu sammeln. Das ist ja sehr mysteriös. Noch weiter sammeln, gucken, ob es nicht hier noch was gibt. Denn ich brauche noch Jaguarfelle. Hier wird es wieder so diesig. Weit gucken ist nicht. Ist nicht. Mal langsam wieder hochgehen. Nicht mal beim Wasserfall sowas sein, das ist jetzt so. Hier nochmal. Ah, okay. Pflanzen. Nee, ach, Stein. Wertvolles Gestein. Ja, der Erz wird überwiegend unter Wasser gefunden. Genau, da steht's auch nochmal. Können wir uns jetzt eine Kette draus basteln? Und Lara kann an Kanten aus dem Wasser viel einfacher herauskommen, als man das in Far Cry 5 kann. Sieht auch irgendwie verdächtig aus, diese Wand. Als ob man da irgendwie was machen kann, klettern oder so. Genau, passend untergetaucht. Hier war nämlich was. Kommen wir nicht drüber geschwimmert? Die Insel ist auch wieder cool. Wir wachsen. Na, hier können wir gerade etwas schwieriger hoch. Hier wachsen zwei Palmen. Und hier ist ein Stein, den wir uns nicht angucken können. Angucken schon, aber nicht erkunden, erforschen, was dazu sagen. Doch, das ist sie, ja. Wollte schon sagen, hat die andere jetzt Lust zu reden? Nein, es war die gleiche. Dauert bestimmt nicht mehr allzu lange, dann haben wir alles voll. Pflanzen werden hier... Alte Maispflanzen werden hier gelagert.
Frag mich gerade, wie pflanzt man Mais eigentlich an? Einfach ein Maiskorn in die Erde oder braucht man dafür noch die Pflanzen? Ich habe es halt noch nie probiert. Ich wüsste es gerade auch gar nicht. Oh, oh. Na gut, Holz voll. Ich wollte schon sagen, jetzt können wir kaum noch was aufnehmen. Jetzt geht's los. Aber da war Holz mit im Spiel. Ah, der Anfangsort stimmt. Hier sind wir ja runter. Wir sind einmal das Ringelrum. Bin mal auf den Vulkan gespannt, ob das vielleicht das Ende ist des Spiels. Ob das dort stattfindet. Aber ich konnte mich ja auch nicht hier wirklich umschauen. Wir mussten ja missionstechnisch weiter. Hab ja schon den Anschluss verloren. Jetzt erkenne ich das auch wieder, ey. Gut, hier waren wir ja schon. Haben wir mit dir schon geredet? Ich hör mir mal an, was er zu sagen hat und werd's dann wohl merken, hoffe ich. Vorsicht, Freundin von Unuratu. Die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen. Sie suchen immer nach Rebellenaktivität. Und sie sind gnadenlos. Jaguar-Krieger ist nicht neu. Hat sich da schon gefragt. Na egal. War nur eine kleine Warnung. Bezüglich Jaguar-Krieger, die mir aber grundsätzlich gar nicht neu waren. Ein kleiner Rat, halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Ja, da gibt's Jaguare, da gibt's böse Alttiere. Ganz viel böses, wildes Getier. Dann waren wir schon. Federnfall, oder? Ja. Pass auf. Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Oh, da hinten. Schwarzmannenwolf. Ganz weit weg. Oh Gott, 20% abgeschlossen. Also wo war ich denn jetzt? Ich hab hier angefangen. Bin hier rum. Hab ich hier alles mitgenommen? Eine Schatztruhe auf jeden Fall nicht. Und hier so Kleinkram, Monolith, gut, den haben wir vielleicht, den können wir vielleicht noch gar nicht lesen, weiß nicht, ob das so einer ist. Kuipus heruntergeholt, okay. Ah, ein gesperrter Monolith, den können wir noch nicht lesen. Und hier gibt es auch nochmal Gold, ja. Hier in der Mitte war ich noch nicht so. Ich bin ja... Von wo sind wir gekommen? Von hier oben. Hier lang sind wir hier missionstechnisch unterwegs gewesen. Dann bin ich hier hoch. Aber hier war ich noch gar nicht. Könnten ja mal... Wir könnten... Hier geht's lang. Wollte schon sagen, greift uns was an. Dann habe ich gesehen, oh, tiefer Schlamm. Stapf. Das ist ja langsam. Ja,
Man geht automatisch wieder rüber. Ich wollte gerade erst mal gucken, ob da was Böses ist. Naja, ich würde sagen, wir finden es einfach mal heraus. Und zwar in der nächsten Folge. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.